Dennis Beck gilt als Mr. AIDS-Hilfe Wien. Er leitete die Wiener Beratungsstelle jahrelang und kämpfte dafür, dass die AIDS-Hilfe ein eigenes Haus am Gumpendorfer Gürtel erhält, was auch gelang. Er ist nach wie vor Obmann der AIDS-Hilfe Wien. Was bedeutete das Aufkommen von AIDS für die Schwulenszene der 80er Jahre? Also ich erinnere mich noch an die Zeit, das war vielleicht 82, noch bevor AIDS bei uns eigentlich ein Thema war, wo es noch die Pickeln gegeben hat, Homosexualität ist sicherer als die Pille. Und was bedeutet hat, dass schwule Männer nie Kondome eigentlich verwendet haben. Und diese Zeit war dann ziemlich schlagartig vorbei. Begonnen hat es bei uns so ungefähr 83, wo die ersten Fälle auch in Europa beschrieben wurden. In Österreich hat man dann eigentlich sehr schnell reagiert, indem 85 schon die AIDS-Hilfe gegründet wurde. Das war damals eine Initiative von einigen Aktivisten der HOSE, wie Reinhard Brandstätter, Kurt Kriegler, Dieter Schmutzer, gemeinsam mit Beamten des Gesundheitsministeriums. Die Auswirkung auf die Schwulenszene war eine, die bis heute wirkt aus meiner Sicht. Einerseits dadurch, dass sehr viele Menschen, die damals vor 20, 25 Jahren engagiert waren, nicht mehr leben, gestorben sind. Und dadurch, dass einerseits Schwule auch medial dargestellt, einerseits als Gefahr dargestellt wurden, weil sie die Hauptgruppe waren, über die dann die Infektion auch weitergegeben werden kann. Und die andere Seite war aber, und da ist für mich auch der Dr. Reinhard Brandstätter so ein Symbol gewesen, dass AIDS auch dazu beigetragen hat, dass Schwule auch mit der deklarierten Bekennung zum Schwulsein als Gesprächspartner und Experten akzeptiert wurden. Aber wie wirkte sich das auf das schwule Leben selbst aus? In den Lokalen, in den Darkrooms? Wenn ich mich erinnere, so an ab 85 war es einfach einmal ein großer Schock, der ein paar Jahre angehalten hat und dadurch ganz stark, weil einfach viele Leute gestorben sind, erkrankt sind und gestorben sind. Also wer damals die Diagnose bekommen hat, hat leider oft mit der Annahme recht behalten, dass er in 3 oder 5 Jahren stirbt. Das war die Zeit, wo es noch überhaupt keine Therapie gab. Erst ein paar Jahre danach, aus meiner Sicht, hat dann ein rationalerer Umgang auf allen Ebenen mit HIV und AIDS stattgefunden und haben dann auch die Präventionsprogramme greifen können. In den 80er Jahren trat auch die Forderung nach Anerkennung lesbischer und schwuler Partnerschaften auf. Gibt es da einen thematischen Zusammenhang? Natürlich gibt es einfach auch ganz sachliche Verbindungen, dass durch AIDS und wo Partner gestorben sind, einfach Themen wie, kann ich jetzt meinen Partner im Spital besuchen oder was ist mit der Wohnung, wenn einer gestorben ist und Erbrecht und so weiter, einfach viel früher im Lebenslauf eines schwulen Menschen auf die Tagesordnung kamen, als das halt vor AIDS und HIV der Fall war. Mitte der 90er Jahre gab es dann die ersten Kombinationstherapien. Was hat sich dadurch geändert? HIV und AIDS ist natürlich heute noch immer ein Thema, noch immer wichtig, aber es ist ein ganz anderes Thema als damals in den 80er Jahren. Also wenn heute jemand die Diagnose HIV-positiv bekommt, bedeutet das, Gott sei Dank, ganz was anderes, als das damals in den 80er Jahren der Fall war. War es damals wirklich ein Todesurteil, ist es das heute in aller Regel nicht mehr. HIV und AIDS hat sich eben durch die Entwicklung der Medikamente massiv verändert und seit 96 wird die Kombinationstherapie eben breit eingesetzt, mit immer besseren Erfolgen, weil immer bessere Wirkstoffe und Kombinationen entstanden sind und bewirkt tatsächlich, dass man heute bei AIDS von einer chronischen Krankheit sprechen kann, mit der man Jahrzehnte
leben kann und wir auf dem besten Weg sind, dass Menschen, die den HIV-Test bekommen, eine normale Lebenserwartung haben können.